Valamogulis und willkommen zurück zu Game of Thrones Regents. Ich habe ein bisschen weitergespielt tatsächlich, nur um zu gucken, was alles noch möglich ist, ein paar Charaktere freizuschalten, ein bisschen Einsicht zu kriegen und wir haben jetzt den Skill von Königin Sansa freigeschaltet. Sansa Stark hat es auf den Eisernen Thron geschafft. Und ja. Das hier ist der Norden vergisst nicht, also wo ihr den Schattenwolf auf dem weißen Banner seht. Das bedeutet, wenn mein Militär auf Null geht, werde ich nicht sterben. Eure Gesundheit liegt in meiner Verantwortung, eure Gnaden. Bitte trinkt diese Kronenstutenmilch. Köstlich. Mit euch reden, aber nicht hier. Kommt. So, wir folgen. Das wieder. Taverne, Volksnah, tragt diese Verkleidung und ich führe euch heimlich unter die Leute, damit ihr sie treffen könnt. Yeah, Baby. Ihr verlasst den roten Berg, friert durch ein vergessenes Hintertor, in schmutzigen Lumpen gehüllt. Niemand beobachtet euch, als ihr an die feuchte Taverne betretet. Hinterbispo, eure Prinzlichkeit, was darf es sein? Bierpastete oder beides? Und dann bin ich auf die Knie gefallen. Der Bastard wollte mich abstechen, wie ein Milchferkel. Aber er vergaß das hier. Weiter zuhören. Der Söldner wirft ein kunstvolles Arca auf den Tisch. Diese charakteristische Klinge wird von Dothraki-Kriegern geführt. Bevor er sich versah, fielen ihm die Eingeweide aus dem Bauch, wie Lügen aus dem Mund eines Lannisters. Ihr wollt mich und meine Männer anheuern. Ihr seht nicht so aus, als hättet ihr Geld dafür, mein hübsches Mädel. Hey, was guckst du so, du dreckiger Penner? Soll ich dir einen verpassen? Komm, wir provozieren eine Kneipenschlägerei, habe ich jetzt Bock zu. Umbringen euch drohend. Ihr kommt damit auf die Beine. Nicht ganz sicher, wie ihr reagieren sollt. So, ihr klärt dem edlen Herrn die Sinnlosigkeit. Er hört gut zu, bevor er zuschlägt. Dass sie zur Septa ausgewählt wurde, aber nichts bedauert. Wehen zu verschwimmen, Geschrei ertönen und Möbel zerbrechen, euer Blick wird und. Ach, ich habe die Kneipenschlägerei verloren. Durch das Chaos, so eine Schlägerei habe ich noch nie erlebt. Bitte lasst uns jetzt zurückkehren. Mein Kopf tut weh. Nein! Ihr kehrt mitten in der Nacht in die Burg zurück. Okay, es ist, wir haben voll einen auf den Sack gekriegt, aber egal, das war witzig. Sammlung von Liedern und Geschichten. Der Kinder des Waldes, erlaubt mir es zu studieren. Der Bär und die Jungfrau. Oh, diese furchtbaren kleinen Pamphleten wurden in letzter Zeit verbreitet. Sie sollen für Unzufriedenheit und abnehmende Loyalität sorgen. Es zeigt euch ein Geldsinneskette seiner 12-Gehirnkette. Das ist Gold. Nein, das ist valyrischer Stahl. Ja, sag ich doch. Das ist ein Klassiker in Game of Thrones. Wenn irgendein Magister sein Kettenglied zeigt, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, der fürs Haus Stark zuständig war, der hat ja auch Bronn damals ein Kettenglied gezeigt. So, und sagt so: Dieses Kettenglied, das ist valyrischer Stahl. Also, ich wusste es jetzt. Das bedeutet, dass ich Kenntnisse der höheren Macht besitze, Magie. Und? Ich bin gerettet. Der Messer sieht euch aufmerksam an, sagt aber nichts. Ein Pilger der Sieben wurde auf dem Weg zur Hauptstadt von Söldnern getötet. Entschädigt ihr seine Familie? Ich habe kein Geld dafür, also leider nein. Jesus, Leben am Limit. Fremde Söldner, die unter ehrenhaften Soldaten herumlaufen, das ist eine Schande. Erhöht ihr zum Ausgleich wenigstens unseren Sold? Ja, nein. Ihr bedeutet, die Freudenhäuser der Hauptstadt wieder zu öffnen. Wie ihr wisst, haben Männer Bedürfnisse. Ja. Ich kann nicht länger schweigen. Der hohe Septon bedrängt mich ständig wegen meiner Speisen. Sind sie nicht zu fett? Nein, sind sie nicht. Doch sind sie. Ich muss. Später in der Nacht in eurem Gemach. Ich habe vorhin Nacht nicht gelogen, was eure Attraktivität betrifft. Ihr habt mich erschreckt. Bett plumpsen und bewundert seine Umgebung.
Und ich denke, soll ich bleiben oder soll ich gehen? Ich will wissen, was passiert, ehrlich gesagt. Am nächsten Mal verspürt ihr ein neues Gefühl von Freude. Wetter und Schilde für die Ritter, für die Fußtruppen. Außerdem sind Reparaturen und Pflege nötig. Kein Mal. Demonstrative Verehrung der alten Götter könnte den Hohen Septon verärgern. Seine Unterstützung ist bereits dürftig. Und Essig mit Sansa. Oh, Glaube und Geld war jetzt. Ich habe nichts erreicht. In 12 Monaten habe ich nichts erreicht, außer meinen Spaß gehabt. Naja. Welche Könige hatten wir denn bis jetzt? Arya habe ich freigeschaltet gehabt. Das ist, hatten wir Jaime? Hatten wir König Jaime? Ich nehme jetzt mal Arya einfach. So. Arya gehört zu den gesichtslosen Männern. Das heißt, die Attentäter, wie auch immer wir die jetzt getriggert haben, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, durch Glauben voll können werden uns nicht anrühren. So, wir haben uns durch die Gänge geschlichen, als wir die das erste Mal freigeschaltet haben. So, links, rechts, geradeaus, und dann waren wir in ihrem Gemach. So, dann kam auch dieser Dialog. Das ist jetzt eine Kurzform, also es war jetzt nicht so spannend. Ich musste einfach nur klicken, ob ich nach links oder nach rechts gehe. Er schützt die Kehle auf. Was folgt, ist grausig, aber anstrengend. Aber am Morgen verkörpert ihr Cersei. Wir haben ein merkwürdiges Stück Abschaum aufgeklärt, prügelte. Ihr kennt den Kerl vielleicht. Schickt ihn herein. Dein Gestank würde ich überall erkennen, bis du doch nach Braavos gekommen warst. Starkes Bier wäre nicht schlecht. Die Küche klingt nach einer Legende. Nicht die Zeit, sie zu erzählen, was? Warum seid ihr hier? Habt noch ein paar Dinge zu erledigen. Wir sehen uns. Also er knurrt geheimnisvoll, verbeugt sich und geht. Wie die alle mal sofort wissen, ja, ist ja nicht Gregor Clegane, ist ja der andere, der Hund, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Und dass wir eigentlich nicht sehr, sehr sind. Drachenweiße Wanderer, Megi und düstere Omen. Wir treten in eine Zeit der Legenden ein. Ich musste gerade mal gucken, was das für ein Großmeister war. Dieser Graufreud-Schwachkopf hat mich mit einer Taube verglichen. Ich stamme vom geflügelten Ritter ab. Dann fliegt fort. Wie unsensibel. Ihr habt Dornen lang genug zum Narren gehalten. Ihr seid nicht meine Königin. Wartet, Wachen. Es ist vollbracht. Mein Bruder Gregor Clegane ist to endgültig tot. Bevor du fragst, ja, es war das Richtige und ich habe es trotzdem genossen. Ihr seid ein echter Held. Eigentlich ja, Gregor Clegane war scheiße. Nur etwa, insoweit wie du eine echte Königin bist. Er blickt finster. Wenn Majestät gestattet, ich reite bald nach Norden. Ach, Lord Eddard Lannister ist Meister der Münze unter Arya. Das müssen wir ändern. Es wird immer Dinge geben, die Löcher in die Staatskasse reißen. Ich empfehle, von größeren Aufgaben meinen Rat einzuholen. Ja, könnte helfen. Lord Gren. Was war denn? Graufreud? Ein Eisenmann? Irgendwie sowas. Eisenmänner sind ja Graufreuds. Kleiner Rat, gibt es dringende Angelegenheiten zu besprechen. Vielleicht sehen wir uns. Ach ja, ich vergaß. Boah. Wir sehen ja aus wie Cersei. Also haben wir Cerseis, ich nenne es jetzt mal Vasallen, als unsere Bediensteten. Können unsere strategische Planung überdenken, wenn ihr erlaubt. Bitte. Mit welchen Gegnern möchtet ihr Stark, Dothraki und Unbefleckte? Ah, das sind alles unsere Gegner. Ich bin ja selbst die Un
Fahler Kadaver. Dorne versammelt eine starke Streitmacht am Fürstenpass. Vielleicht müssen wir die Armee umher der Lage zu bleiben. Ja? Nein. Die Leute trauen der Stadtwache nicht. Sie stellen eine eigene Miliz auf. Werben wir die Miliz an. Wir bitten um eure Unterstützung. Ihr ruft eure Vasallen. Ja. Zu davon warten, möchtet ihr teures Blätterteiggebäck aus Panthers oder die ausgefallene Schwarzwurst aus Lys? Wurst! Immer mehr Männer desertieren aus der Wache. Das darf sie nicht. Helft uns, die faulen Äpfel bei uns auszusortieren. Jo. Kann es losgehen? Jo. Projekte. Die Septe ist gerade wichtig. Ihr möchtet die große Septe von Baylor wieder aufbauen? Yeah, Baby, kostet zwar viel Geld, aber ein paar öffentliche Enthauptungen von Deserteuren in Nachtwachen würden einzeigen, dass man ein. Ja. Enttäuscht, wenn ihr es. Hast du noch deine Liste und kommst du jetzt damit klar zu töten? Oh yeah. Das ist vorbei. Nee, die Liste ist vorbei. Serjora. Euer Gnaden, ich möchte euch Treue schwören. Hört ihr euch meinen Eid an? Ja. Ich werde euch stets beschützen und gebe mein Leben für eures, wenn es nötig ist. Das schwöre ich bei den alten Göttern und bei den neuen. Ich schwöre das, ich brauche. So, ich schwöre, dass es stets für euch. Boah. Dass es nun für euch stets einen Platz in meinem Heim und in meinem Tisch gibt und dass ich keine Dienste von euch verlangen werde, die für euch unehrenhaft werden. Das schwöre ich bei den alten Göttern und bei den neuen. Erhebt euch. Erling Krug führt euch zu einem winzigen Raum, in dem einige seiner kleinen Vögel warten. So, Aria. Ein schlimmes Geheimnis kann sogar den Hohen Septon zu Fall bringen. Lasst mich. Nein. Und als du Cersei Lannister abgemurkst hast, wie hat sich das angefühlt? Wundervoll. Ich fühle nicht. Ich weiß nicht, ob es auf eure Matrix von Abaddon steht, in der Schuld der Eisernen Bank. Er schmunzelt, wohl wahr. Wenn ihr bereit seid, ihre Schuld zu übernehmen, können wir sie sicher überzeugen. Nein. Möchte ihr den neuen Großmeister loswerden? Dafür kann ich ohne großes Aufsehen sorgen. Ja. Haben den neuen Großmeister gewählt. Er ist hier, um dort darauf euch kennenzulernen. Führt ihn herein. Ich war der Erzmeister der höheren Mysterien. Die anderen. Ach, boah, verachten meine Kunst, aber Glaube und Magie entscheiden den kommenden Kampf. Ich möchte euch eine großzügige Summe anbieten und eure Bemühungen unterstützen, die dem Reich. Im Gegenzug, wofür? Ah, ich nichts betrachte es als bescheidene Gefallen, der die Krone bereichern soll. Jetzt macht ihr mir Angst. Die Tyrells schulden der Eisernen Bank große Summen. Bitte verschafft dem Gesetz Geltung und zieht einige ihrer Besitztümer ein. Wie es mein Recht ist. Ihr übernehmt die Kontrolle über das, was vom Land der Tyrells übrig ist, und teilt ihre Einkünfte mit der Eisernen Bank. Boah. Eng sind in die Flusslande ausgewandert. Ich fürchte, sie werden Banditen, wenn nichts geschieht. Ruft die Vasallen. Sind faul und fett. Reichhaltiges Essen und weiche Betten verderben sie. Können wir für euch jagen? Yes, no. Wir führen an mehreren Fronten Krieg, seien wir versuchen zu verhandeln. No. Wir werden das Übel von der Straße. No, ich will nicht schon wieder. Der Rabe ist weiß und trägt keine Nachricht. Gegen die Toten zu kämpfen, steckt mich in die Vorhaut einer Armee. Also gut.
brennt darauf, seine Königin zu sehen, euer Gnaden. Zeigt mir den Weg. Begrüßt euch, sie warten darauf, dass ihr eure Ansprache haltet. Gute Leute von Königsmund. Darf ich fragen, worum es bei der Ansprache gehen soll? Keine Sorge. Ihr fahrt fort, der Winter bricht aus dem Norden über uns herein und wir bekommen einen, müssen mit albtraumhaften Schrecken zu tun, weißen Wanderern, Nordmännern. Die Menge flüstert ängstlich, ihr fahrt fort, aber fürchtet euch nicht, wir werden siegen dank unserer Verbündeten. Die Menge hört euch aufmerksam zu. Ich komme, mein Versprechen abzugeben, Brot für alle, keine Wehrpflicht mehr. Eine beflügelnde Rede, ich hätte nicht so skeptisch sondern Entschuldigung angenommen. Erst denken, dann reden. Wir brauchen Geld, um die Halle der Meister in Königsmund wieder aufzubauen. Yeah. Hier habe ich weiter meine Schmerzzylindern. Gebt ihn mir. Ich erdulde das. Da der Winter anbricht, lebt die ketzerische Verehrung der alten Götter wieder auf. Sagt euch davon los, bevor es zu spät ist. Nein. Toten hat sich jetzt in England. Der Norden ist tot, alles ist tot. Rückzug, niemals Rückzug. Ah, Gott, 31. Kalt wie der Tod auf eurem Herzen und dann hört es auf zu schlagen. Ach, Kacke. Jämmerlicher mit der Krone auf einem rostigen Thron. Ja, das war eine weitere Folge Game of Thrones Regents. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, Valar Dohaeris.